eine sehr gute Sorte. Initiative gewonnen haben, basiert auf unseren nationalen Technologien. Wir konnten tolle Umweltsatelliten zeigen, 3 Stück, Swarm. Wir konnten ihnen zeigen, dass das Wetter auch ein bisschen aus Friedrichshafen kommt mit den Meteosatelliten. Deutsche Projektion gehabt, für Deutschland und PP-Amerika bei den Wettbewerb. Satelliten können nicht durch. Und hier, die sich dann kugeln, diesen Schwachstellenraketometer, man misst hier also das Magnetometer, und das Magnetometer in seine Stärke, in seine Richtung. Inwieweit es für Wissenschaftler das für die ausgerichtet ist, aber nur 2 Sternkameras. Wenn die Sternkameras haben, ist dieses Magnetometer schon aufgekommen. Also wir sind nicht so sehr interessiert, wie das Satelliten drauf steht in der Präzision, sondern dieses Messen. Heute, also jeden Tag um 7:45 oder so sehen, kommen also von Eumetsat die polaren Satelliten, neben den geostationären Satelliten, die ja immer konstant oberhalb der Erde um den Äquator fliegen, gemeinsam machen die Wetterbeobachtung. Aber man kann sagen, die Wetterbeobachtung kommt aus Friedrichshafen. Zumindest ein Großteil. Das ist gut, die Wetter kommt aus Friedrichshafen. Nur wenn es stimmt. Ja, nee.